Also gut, hallo zu meinem allerersten Let's Play von Plapp 999. Ich weiß, ihr hättet jetzt vielleicht nicht mit Minecraft gerechnet, da ich bisher nur das FIFA-Video hochgeladen habe. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal wie bei einem ganz normalen Let's Play. Das ist mein allererstes, also ja, hier haben wir schon ein paar Welten. Create New World. Den nennen wir jetzt einfach mal Let's Play. So. Game Mode machen wir natürlich Survival, sonst ist ja gar nicht spannend. Create New World. Und dann gucken wir mal, was der uns hier vorbereitet. Also, Building Terrain. So, jetzt hat das gleich. So, jetzt mal schauen, wo wir hinkommen. Hallo, hallo. Hat er sich jetzt aufgehängt? Nee, nee, gut. Also. Jetzt. Oha, wir sind also in einer Schneelandschaft gespawnt. Ah, es leckt noch ein bisschen leider. Könnte sich ja noch bessern. Müssen wir gucken. Okay, ja, Schneelandschaft. So, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, dass wir Holz finden, dass wir in der Nacht nicht von irgendwelchen Creepern, das sind die Monster, für die, wo Minecraft jetzt noch nicht kennen, ja, dass wir nicht von irgendwelchen Creepern angefallen werden, von irgendwelchen Zombies oder Skelette, ja, und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo ist da, ja, Holz. Schlagen wir mal ein bisschen uns hier von dem Holz ab. Ach, es leckt. War ja klar. So. Holz weg. Jetzt. Ach, scheiße. Holz. Jetzt muss ich aber gerade noch mal gucken, ob die Monster auch angestellt sind, weil ich würde sonst hier anstellen, weil sonst ein bisschen unaufregend wäre. Soll ein bisschen Spannung mit drin sein. So. Noch eins, ich bin mir jetzt gerade hier runtergefallen und ich würde mal sagen, wenn wir sammeln wir jetzt mal Holz kräftig, 10 Stück, ja. Ich gucke jetzt gerade mal, sind die Monster an. Options. Peaceful, sie sind nicht an. Also müssen wir zumindest mal easy machen. Okay, dann back to game und da sind wir auch schon wieder. Ja. Dann hier hat es noch einen Baum, allerdings nur einen Stamm. Aber wir haben halt nicht so großen. Ah, da ist noch ein bisschen. Schlagen wir das doch einfach mal weg. Ja, meh, meh. Geht zu euren Freunden, ihr Schafe. Ja, ist gut. Kann jetzt sein, dass der ein oder andere denkt, was labert denn der da für ein Mist zusammen, aber ist halt das erste Let's Play, das dürft ihr mir jetzt noch nicht so übel nehmen. Ich muss mal gucken, wie viel Folgen ich davon hinbekomme. Ich denke mal, es werden einige sein, da ich in nächster Zeit nur vorhab, dieses Game zu Let's Playen und kein anderes. Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich alle denken, die lieber auf irgendwelche Rennspiele oder derweitigen Fußball oder ja, stehen, die werden jetzt vielleicht etwas enttäuscht sein, aber ich bin halt zurzeit sehr auf dem Minecraft-Trip, wenn man das mal so sagen darf. Jetzt haben wir sogar schon 15 Holz. Und ich muss mal kurz was schauen. Ja, so. Weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ich glaube, es sind vielleicht
etwa 5 Minuten. Muss mal gucken. Also, da. Oh, jetzt habe ich was. Jetzt habe ich was ganz verdächtig brummeln gehört. Ach, das leckt, wenn es nicht so lecken würde. Oh, scheiße, das brummt ganz brutal von links. Oh, oh. Ich habe so ein ganz dummes Gefühl, dass hier sauna irgendwo ein Zombie ist. Ihr habt das bestimmt auch gehört, dieses... Boah. Zum Umdrehen. Mäh. Nee, da ist keiner. Der war wahrscheinlich in irgendeiner Höhle unter uns. Ja, bei Höhlen gibt es bei Minecraft auch viele. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen... ja, leck. Leck, leck, leck. So ein bisschen... Wooden Planks, oder wie die sich nennen. Also 60 Stück. Das ist erstmal ganz gut. Mäh, mäh. Ja, das regt auf. Okay, was war jetzt das? Irgendein Gras. Egal. Also fangen wir an, uns hier so ein kleines Hütchen zu bauen. Oder zumindest schon mal Anfänge von einem Hütchen. Hauptsache, wir sind für die Nacht erstmal von Monstern geschützt. Und ich weiß, es leckt noch extrem. Vielleicht bessert sich's ja noch. Ah ja, gut, da wollte ich eher hin. So. Da noch ein. Muss jetzt auch nicht so groß sein. Für alle, die Minecraft ja noch nicht kennen. Man muss sich hier wirklich im Survival-Mode versuchen zu schützen. Für die erste Nacht, da, wie gesagt, die vorher schon genannten Monster in der Nacht auftauchen, und das könnten dann unangenehme Begegnungen werden, vor allen Dingen, wenn man noch unbewaffnet ist, weil Waffen gibt es dann auch, also jetzt nicht so hier, ja, à la Call of Duty oder Battlefield, nein, aber halt Bogen, Bögen und Schwerter gibt es noch, ja, sind jetzt nicht die hyper super duper Waffen, aber ist ja auch egal. Nein, da will ich die Tür, ja doch, machen wir die Türen. Klopp, 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 klopp. Und weg. So, warum jetzt die zweite Stufe? Ah, leck. Leck. Ach, was war das? Hallo? Ja, jetzt hat es gerade extrem geleckt. So, jetzt stehe ich hier oben. Jetzt kann ich besser bauen wieder. So, so langsam, also wenn es zwei hoch ist vom Boden, zwei weg, dann ist eigentlich schon relativ sicher. So, mal schauen. Also was Minecraft angeht, kann ich euch nur den Gronkh empfehlen. Dem seine Let's Plays, falls ihr sie nicht schon gesehen habt, weil die haben wirklich viele Leute gesehen. Ja, dem seinen Let's Plays, die sind saubekannt. Und der hat, ja, der macht da, glaube ich, jeden Tag lädt er mindestens eine Folge hoch. Also, das ist schon, der hat jetzt schon 550 Folgen oder keine Ahnung, auf jeden Fall sehr viele. Ja. So, ja, jetzt wäre schon mal ganz hoch, aber ich glaube, ich mache noch eine Stufe höher. Jetzt, ja, mache ich da einen hin. Hallo? Egal. So. So, dass ich hochkomme, setze ich da einen hin. Und dann muss ich gucken, ob ich mir... Warte mal, ich guck mal, wie man sich gerade eine Tür craftet, weil das habe ich eigentlich schon vergessen, aber ich glaube, ich muss mir erstmal ein Crafting Table machen. Wie macht man den nochmal? So, 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 ja, so macht man den. So, dann habe ich jetzt ein Crafting Table, ja. Mache ich nämlich nochmal die hier, ja, so. Ja,
Und was mal, wie macht man jetzt, ach, die Tür braucht man den Crafting Table, weil das Feld, 4 Felder sind zu wenig, da braucht man den Table. So. Den können wir dann ins Eck stellen. Machen wir schon mal sicherheitshalber gleich eine Tür. Damit da auch nichts mehr schief gehen kann. So, jetzt nehmen wir uns die hier und dann müsste man eigentlich. Ja, es leckt gerade. Es leckt. Hier hat man jetzt nochmal ein Crafting Table. So, jetzt haben wir eine Tür. Hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung. Also ich kann euch auch den Creative Mode empfehlen. Das ist, da hat man am Anfang einfach alle Items. Da braucht man gar nichts mehr. Und den könnt ihr auch spielen, wenn ihr mehr die Leute seid, wo gerne bauen. Aber ich bin. Ach gut, jetzt haben wir eine Tür. Aber ich finde eigentlich beide gut. Und ihr fürs Let's Play Survival natürlich immer besser, falls ihr eins machen wollt. Da man viel mehr so, also es ist viel mehr Spannung drin, Überleben, und ja, ist halt einfach spannender, als wenn man die ganze Zeit nur Klötzchen auf Klötzchen setzt. Gut, das mache ich jetzt hier gerade, aber ist egal. Also im Creative Mode müsst ihr halt gar nichts irgendwie abschlagen oder um euer Leben euch kümmern, da habt ihr auch keine Lebensanzeige, gar nichts. Ich würde jetzt das Haus am liebsten noch eins höher machen. Gehe ich mal da drauf. Scheiße. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf bei YouTube. Ein Bett muss ich mir auch noch machen, aber dazu muss ich erstmal Schafe finden. Und jetzt wird langsam auch schon Nacht. Ich guck da mal, wann wir die Aufnahme unterbrechen, abbrechen und dann unser zweites Let's Play machen. Ah, hier kann ich jetzt. Oh ja, da hinten geht die Sonne unter. So, zack, zack. Kann ich jetzt hier eins hier, ja, so. Ja, dann kann ich hier noch auf den Crafting Table drauf. Nein, so weit wollte ich gar nicht. Ach, es leckt halt. Es leckt vor sich hin. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber ist egal. Habe ich jetzt einen Zombie gehört? Oder war es nur Einbildung? Egal, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Ja. Schön zu alles, damit da auch keine Zombies mehr reinkommen, ja? Unerwünschte Gäste hier, oder nicht nur Zombies sind ja eigentlich noch ziemlich harmlos, aber die schlimmsten. Oh, jetzt haben wir keine mehr, nicht so schlimm. Dann nehmen wir den noch. Ja, die schlimmsten meiner Meinung nach sind wie nach wie vor Skelette, weil die Pfeil und Bogen haben und auch von weiter weg auf einen schießen können, und die schießen manchmal genauer als man denkt. Ich gucke jetzt mal. Ja, ich denke, man kann die Aufnahme jetzt abbrechen. Also ich würde sagen, bis zum zweiten Let's Play, das wird jetzt dann hochgeladen. Ja, also gut, dann, ihr wisst ja, abonnieren und so weiter, kommentieren, ja, und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Plapp.